Tim. Täglich intelligent mobil. Fahren und tanken von konventionellen Carsharing-Fahrzeugen. Bei Tim gibt es konventionelle Carsharing-Autos und auch Mietwagen. Tim-Fahrzeuge kannst du mit deiner Tim-Karte aufsperren. Dazu hältst du einfach deine Tim-Karte bei der Fahrerseite an die Windschutzscheibe zum Kartenlesegerät und wartest kurz auf das grüne Licht. Ein gelbes Licht zeigt dir an, dass das System gerade arbeitet. Wenn das rote Licht aufleuchtet, dann hat irgendetwas nicht funktioniert. Am besten probierst du es einfach nochmal. Blinkt es wieder rot, dann ruf einfach im Service Center an. Es leuchtet grün? Na prima, dann kannst du das Auto verwenden, solange du es gebucht hast. Ob privater oder dienstlicher Weg, nun kannst du losfahren. Hattest du einen Mietwagen gebucht, dann fahr bitte noch schnell zur Tankstelle und tanke ihn auf eigene Kosten voll. Hattest du ein Carsharing-Auto gebucht, musst du nur tanken, wenn der Tank nur mehr zu einem Viertel oder weniger voll ist. Die Kosten dafür erhältst du nach Vorlage deiner Tankrechnung bei deiner nächsten Monatsrechnung als Gutschrift rückerstattet. Der Treibstoff ist im Carsharing-Tarif inkludiert. Zum Verschließen des Autos hältst du die TIM-Karte wie beim Aufsperren an die Windschutzscheibe. Warte, bis das grüne Licht aufleuchtet. Hat es geklappt und es leuchtet grün? Prima! Nun ist dein TIM-Auto wieder versperrt. TIM, ein Service der Linz AG Linien.